Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Wir wollen heute wieder einmal, zack, hier muss man immer jetzt ein Stück weit aufpassen. Wir wollen wieder einen kleinen Blick zu den Kaninchen werfen, schauen, was hier so los ist, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Aber da ich ja täglich hier berichte, sind die Neuigkeiten ja immer so ein bisschen überschaubar, sage ich mal. Da haben wir die kleinen Kaninchen hier, zack. Die sind jetzt hier schon so proaktiv unterwegs, aber ich habe noch nicht gesehen, dass sie sich hier am Grünen schon zu schaffen gemacht haben. Und da sind sie hier schön weich. Das ist immer ein sehr elegantes Alter, sage ich mal, ne? Wenn sie noch so klein sind, dass sie auch noch so maximal zutraulich sind. Gut, der versucht jetzt von mir wegzulaufen. Das ist natürlich jetzt ein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe, also aber so in der Regel. Gehört. Der hat Geräusche gemacht. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt so aufgenommen hat. Aber hier sind ganz viele kleine, schicke Kaninchen hier. Ich hoffe nicht, dass eins hier gleich rausspringt, weil das wäre natürlich schon sehr, sehr schade dann. Also ich finde die schon sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage das ja auch jedes Mal so, aber so im Vergleich zu den anderen, wie zum Beispiel bei dem schwarzen Wurf, da fand ich die Kaninchen zwar gut, aber so vom Schönheitsgrad, sage ich mal, überschaubar, ne? Das ist hier so das schmächtige Kaninchen, aber auch das hat sich eigentlich ganz gut hier gemacht. Und ansonsten, hier hat sich noch eins versteckt hier. Bin immer ganz verwundert, dass sie auch alle zu essen, dass sie auch alle zu essen bekommen, obwohl sie hier über den ganzen Bereich hier verteilt sind. Das ist dann schon auch immer so eine positive Geschichte, das so zu erkennen. Von daher finde ich dieses Maß hier eigentlich, ich bin der Meinung, das waren 50 cm. Eigentlich sehr optimal für so eine Nestbaugeschichte, ne? Also für so eine Nest-Area sozusagen. Das hat ja hier 50 mal 60, meine ich. Und das ist eigentlich so nach meinem Geschmack wirklich so die optimale Größe. Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Die können sich hier so kleine Tunnel bauen, aber auch nicht sich über das ganze Gebiet hier zerstreuen, sage ich mal. Würde diese eine Zone hier 1 Meter sein, dann weiß ich nicht, ob sie jedes Mal rechtzeitig an die Zitze der Mutter kommen würden, wenn sie sie dann auch säugen möchte. Und von daher, ich glaube, das ist hier schon so wirklich eine gute, optimale Lösung. Würde man so ein Wurfhäuschen oder wie sich das dann schimpft, so eine Wurfbox, dann würde ich die auch tatsächlich in diesem Maß machen. Also ich denke, das ist schon eine gute Lösung. Zumindest so für meinen Rahmen, ne? Die gute Mutti hier. Guckt immer so ein bisschen ängstlich hier, aber die ist doch schon recht zutraulich. Ja, bald zieht ihr um. Sobald die hier raus sind und hier am Rumwandern sind, werde ich sie hier alle einpacken. Und dann zieht ihr wieder schön nach oben sozusagen. Zack, da war mein Kopf wieder dran. An dem Fliegenfänger. Also ich gehe davon aus, sie freut sich auch wieder da drauf, nach oben ziehen zu dürfen. Sie war ja tatsächlich auch eine Mutti, die oben schon diesen 2 Quadratmeter Stall so ein Stück weit kennenlernen durfte. Sie war ja noch nie da oben. Das ist jetzt so, ich sag mal, das einer der wenigen Kaninchen, die hier tatsächlich auch als weibliches Kaninchen nur hier unten bis jetzt bei mir gewesen sind. Ja, ich bin der Meinung, Mitte Juli ist es soweit. Ist auch nicht mehr allzu weit weg. Noch hat sie nichts gemacht, ist aber auch nicht untypisch. Ne? Ja, und sie hier wird dann auch irgendwann gedeckt werden. Ich muss mal gucken, was sie nachher für Kindlein bekommt. Also ich gehe mal davon aus, dass ich sie nicht vor ihr decken werde. Und ich will mal schauen, wie die Kombination zwischen ihr und ihr hier ist. Ob das etwas ist, wo was interessant ist, sage ich mal, oder wo man dann sagen würde so, naja, ich weiß nicht. Und sonst werde ich sie wahrscheinlich auch wieder hier mit Nummer 1 decken, denn bei ihr kamen auch viele bunte Geschichten heraus, sage ich mal, aus ihrem Inneren.
Aber wenn Nummer 3 hier auch eine sehr interessante Geschichte hier produziert, dann könnte ich mich eventuell dazu verleiten lassen, sie mit Nummer 3 einmal eine Partie spielen zu lassen, sozusagen. Aber nun gut, das sind jetzt alles nur Zukunftsgedanken. Da müssen wir erst einmal hinkommen, ne? Man kann ja immer viel reden, aber wenn es dann soweit ist, dann zeigt einfach die Zeit, was sinnvoll ist, sage ich mal. So, Nummer 2. Er kommt zur Hand. Das ist schon witzig, also der strengt sich schon an, dass man ihn mag, ne? Und ich sag mal so, wo der Wille ist, ne, da muss auch ein Lohn sein, sage ich mal. Und von daher, auch wenn ich ihn eigentlich austauschen wollte, aber er ist zurzeit wirklich das einzige Kaninchen, das so extrem ankommt und auch ganz, ganz offensichtlich, na, der wollte mich beißen oder knabbern, der auch ganz, ganz frei heraus zeigt, dass er das genießt, sage ich mal. Und so ein Kaninchenbestand zu haben, ist eigentlich auch immer mal ganz nett. Ich hatte mal so ein Kaninchen, das war so ein gelber deutscher Riese, reinrassig. Und die war genauso. Und die hat es tatsächlich geschafft, dass ich sie mochte. Ne? Hört sich jetzt so schräg an als Kaninchenhalter. Aber ich glaube, die Selbstversorger, die wissen, was ich dann meine. Das war dann tatsächlich so ein Liebhaberkaninchen. Guti. Dann gehen wir mal nach oben hier, ne? Und das zweite Paket ist jetzt leer gegangen. Die Kaninchen habe ich jetzt hier auch schön versorgt, die Kleinen. Jeden Tag aufs Neue, ne? Immer derselbe Rhythmus. Erstmal das Trockenfutter, dann Heu, dann Grünzeug und dann ab zum nächsten sozusagen. Bei denen habe ich heute 2x150 Gramm reingepackt. Auch bei denen habe ich heute 2x150 Gramm reingepackt. Ihr seht, es gibt heute auch noch Karotten. Das sind Reste von gestern sozusagen. Die dürfen sie sich heute auch schön schmecken lassen. Ein bisschen Brot habe ich den auch mit reingepackt. Das hatten wir auch noch da, schön getrocknet. Als kleinen Leckerbissen sozusagen. Bei denen habe ich 4x150 Gramm reingepackt. Die sollen sich ja noch schön entwickeln, die kleinen Kaninchen. Und die hatten relativ viel noch übrig von gestern. Also habe ich denen auch nochmal also in jeden Pott 150 Gramm, also 2x150 Gramm mit hineingepackt. Mir ist leider das andere Heu leer gegangen. Jetzt habe ich so das alte, ich hatte noch einen Ballen davon, den muss ich jetzt noch aufbrauchen. Und dann gehe ich zu meinem Heudealer sozusagen und dann werde ich mal wieder ein bisschen gröberes holen. Denn das mochten sie doch jetzt sehr viel lieber, sage ich mal, als das, was ich ihnen sonst immer serviert habe. Ja, ich habe heute hier auch nochmal geguckt. Hier sehen wir wieder so eine schwarze Nase, hier noch eine ganz weiße Nase. Also bei den weißen Kaninchen ist das jetzt sehr spannend, denn gefühlt verändert sich jetzt jeden Tag ein bisschen etwas. Ich schätze mal, dass das Kaninchen da hinten auch bald mal so einen Kranz um die Ohren bekommt. Hier sehen wir nur eine halbe Nase. Zeig mal dein Face sozusagen. Also sehr spannend. Ich glaube, das ist das Weibchen hier. Und eins von den Weißen ist auch noch mein Weibchen. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht werde ich die nächste Woche mal reinstellen, die kleinen Kaninchen hier zum Verkauf. Auch die hier, die ich zumindest verkaufen möchte hier. Da ist Nummer 4 sofort da, ne, der gute hier. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel. Ich habe heute hier diese Platten hier hochgeschleppt, wie so ein Sklave. Also ich glaube, ich werde langsam echt zu alt für so eine Schlepparbeit. Das ist schon sehr mühselig. Vor allen Dingen ist meine Schubkarre eigentlich so weit, dass ich sie mal ersetzen sollte. Weil immer wenn ich da das Gewicht drauf packe, dann senkt sie sich ab und das Rad schleift am Eisen. Und somit ist es dann immer noch ein Stückchen schwieriger, als wenn alles normal wäre. Aber da ich noch so ein paar Platten da habe, denke ich, werde ich die wahrscheinlich wieder zerstören. Und von daher schleppe ich mir einen ab, ne? Unklugerweise sozusagen.
Ja, ich denke, dann sind wir jetzt auch an einen Punkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Abonniert diesen Kanal, wäre sehr toll. Ne, ich würde mich freuen darüber, kostet ja auch gar nichts. Und schreibt was in die Kommentare. Schenkt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.